Wir haben jetzt die unterschiedlichsten Themen heute angerissen. Ich weiß nicht, wo wir da anfangen können, aber was ich da mitnehmen konnte, ist auch vor allem die Worthülsen. Sie erklären ja immer wieder einen Begriff, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, plötzlich in einem anderen Kontext sich verändert zu haben, merke ich da, ja. Also ob das Demokratie ist, ob das Freiheit ist. So, zu Herrn Dr. Hering. Was hat unser Fingerabdruckausweis mit der ID 2020 zu tun und wie können wir uns dagegen wehren? Gut, der Fingerabdruck ist ja ein biometrisches Merkmal, unveränderlich und von daher auch eindeutig, dass wir das sind und in allen Kontexten zu nutzen. Dagegen wehren können wir uns nicht direkt. Es gibt ja auch die in dem Zusammenhang die Online-Ausweisfunktion. Da wurde das Übliche gemacht, dass hieß, das ist Opt-in, man konnte das wählen und weil es keiner haben wollte, obwohl es angeblich so wichtig ist und so dringend, dass wir das nutzen können, um zur Verwaltung zu kommen, dann wurde es eben Opt-out gemacht und jetzt kann man nicht mal mehr das machen. Ne? Das kriegt man auf jeden Fall, diese Online-Version. Und ich habe eben erzählt, wie die jungen Leute jetzt auch nach und nach genötigt werden, sich da zu registrieren und das zu nutzen. Also man wird da reingezwungen, man kann sich nicht wehren. Die einzige Art, sich zu wehren, ist, diesen ganzen Digitalisierungswahn zu durchschauen und eben genug öffentliche Meinung zustande zu kriegen, dass man das eben nicht mehr behaupten kann, wir machen das für euch, sondern dass es da eben Gegenwind gibt. Okay, danke. Warum reduziert sich die aktuelle Linke auf Identitätsthemen stattdessen auf Machtkritik? Das ist eigentlich eine ganz berechtigte Frage. Das überlasse ich gerne den anderen. Ja, wer will freiwillig? Frau Giro? Nein? Ich Kann ich antworten? empfehle das Buch von Robert Pfaller, Erwachsenensprache und wie wir sie verlieren. Der hat über die letzten 40 Jahre nachgezeichnet, dass auch die Identitätspolitik ein in den USA de facto inszenierter Diskurs gewesen ist, der ganz klar die Atomisierung der Gesellschaft zur Folge hatte oder zu Folgen haben sollte. Das ist perfekt gelungen und spricht die gleiche Sprache wie die Diskursmacht, von der Sandra Kostner eben gesprochen hat. Ja, das ist ein gutes Also Statement. Diskurse können fabriziert werden, wenn sie genug Akteure haben, die diese Diskurse verbreiten und denen auch noch sagen, es ist ja nur für dich. Ja, du bist divers, bitte nimm deine Rechte. Hier, du bist Frau, nimm deine Rechte, du bist Transgender und so weiter. So hat das funktioniert. Und es hat eben über kulturelle Spaltung angefangen. Und das ist aber jetzt, wir merken das jetzt, aber es ist alles schon Anfang der 90er Jahre passiert, ja. Also, dass man sozusagen diese Cultural Identity-Geschichten, Gender Politics an den Schulen, also wie auch die Lehrstühle. Ich habe einen guten Freund, der sagt, wir haben in Deutschland immer nur noch Lehrstühle mit Doppel-E, ja, und keine Lehrstühle mehr, weil natürlich auch die Spezialisierung so weit vorangeschritten ist, dass und so weiter und so weiter. Ja, ich will nur sagen, wir merken jetzt die Spitze des Eisberges, der über 20, 30 Jahre ähnlich, glaube ich, wie bei der Klimadebatte ganz gezielt aufgebaut wurde, sodass am Ende jetzt nur noch das dabei ankommt. Ja. Nächste Frage an Herrn Gebauer. Wie können wir einer breiten Bevölkerung ein Verständnis für die Grundrechte vermitteln? Können wir aus dem Elfenbeinturm ausbrechen? Indem wir es vorleben, indem wir unsere Grundrechte jeder Einzelne wahrnehmen und unsere Meinung offen aussprechen und ja, unsere Freiheiten dadurch verteidigen, dass wir sie wahrnehmen. Wenn Frau Kostner hier sagt, dass man außerhalb eines gewissen Unsichtbarfaktors sofort das Risiko läuft, als auf die Mütze zu bekommen, dann muss man dieses Risiko eingehen. Denn Freiheit ist immer mit Risiken verbunden. Jeder, der sich mit irgendeiner Freiheit hinauswagt, läuft immer Gefahr, dass er eins rüberkriegt. Ich glaube, mein Freund Georg Christoph Lichtenberg hat mal geschrieben, wenn man die Fackel der Wahrheit durch über den Marktplatz trägt, läuft man immer Gefahr, ein paar Leuten den Bart anzusengen. Das muss man dann einfach riskieren. Anders geht das nicht. Wenn ich nur zu Hause bleibe und nichts sage, dann sterben die Grundrechte so in ein Nichts hinein. Ich kriege merkwürdige Post immer wieder, wenn ich was geschrieben und veröffentlicht habe von Leuten, die mir sagen, ich finde das, und ich vermute, wir alle kriegen das,
finde ich toll, dass Sie das geschrieben haben. Ich finde das toll, dass Sie sich da so exponieren. Und ich würde Ihnen, neulich hat mir einer geschrieben, ich würde Ihnen so gerne ganz viele Likes geben. Aber ich befürchte persönliche Nachteile. Ich habe zwei Kinder. Dann haben wir einen ganz, ganz freundlichen Diskurs gehabt. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, dass ich seinen Standpunkt verstehe, aber dass er sich vielleicht auch mal mit der Frage auseinandersetzen soll, ob er nicht durch dieses Schweigen für seine Kinder mittelfristig die Handlungsräume immer enger macht und immer kleiner macht. Und der grundrechtliche Bereich, in dem wir uns bewegen, der will einfach verteidigt werden, so wie man joggen geht, weil man sein Herz irgendwie auf Trab halten will oder wie man morgens Yoga macht, mache ich, also ich bin ganz oft auf meiner Matte unterwegs, um mich einfach beweglich zu halten. Und er ist Anwalt und seine Frau lügt auch. Nein, aber... ich überprüfe mit der Yogamatte. Ganz, ganz ernsthaft, man muss einfach gewisse Dinge immer wieder trainieren und üben. Früher habe ich beispielsweise, wir sprachen über China, oder Sie haben gerade über China gesprochen, ich fand das als kleiner Junge immer sehr, sehr lächerlich, dass Chinesen morgens auf der Straße stehen und Schattenboxen machen. Da habe ich gedacht, das sieht einfach nur albern aus, was soll dieser Quatsch? Ab einem gewissen Alter kommt man an den Punkt, dass man merkt, oh mein Gott, deine jugendliche Arroganz war sehr, sehr dumm. Hättest du das auch gemacht, dann könntest du auch heute deine Tage mit einem Spagat anfangen. Und so ist das mit Grundrechten auch. Grundrechte müssen verteidigt werden. Und weil sich die Technik immer weiterentwickelt, Stichwort Digitalisierung, deswegen wollen auch Grundrechte immer wieder neu formuliert werden. Und in diesem Büchlein... In diesem Büchlein, was ich da vor 2 Jahren veröffentlicht habe, Grundrechte 2030, habe ich so angefangen mal zu sagen... Wir müssen ein Grundrecht haben auf non-digitale Existenz. Das ist von immenser Bedeutung. Vielleicht noch ganz, ganz kurz ergänzend. Was wir einfach mehr brauchen, ist vielleicht auch so in Formel gebracht, Erziehung zum Mut. Also ja, da ist so eine Mutlosigkeit da und das fängt ja eigentlich schon sehr früh an, auch in den Elternhäusern und dann natürlich im ganzen Bildungssystem, dass man einfach immer nur schaut, wie komme ich pragmatisch am besten durch, kriege ich gute Noten und komme im Leben voran. Also diese Verwertungslogik ist so stark da. Und auch in den Universitäten, wo früher viel mehr Freiraum war, die Bologna-Universität hat es gekillt. Ja, sondern da geht es auch nur noch drum, ab Tag 1 zu gucken, ECTS-Punkte sammeln, die guten Noten kriegen, weil alles ja sofort reinzählt. Also dieser Freiraum fürs Denken ist gar nicht mehr da. Die wichtigste Frage von Studierenden ist in der Regel, ist das prüfungsrelevant? Ja, ist es nicht prüfungsrelevant, ist es irrelevant. Und da fehlt natürlich auch dieser Raum, um das einzuüben und da muss man auch gesamtgesellschaftlich, ist auch eine systemische Frage, also es liegt an uns Individuen, aber natürlich auch die systemischen Faktoren so aufstellen, dass sich das entfalten kann. Und wir haben eigentlich das Gegenteil gemacht, sei das mit einer nicht intendierten Konsequenz oder sei es eben durchaus auch, um Bürger ruhig zu stellen, lasse ich einfach mal so offen stehen zum Nachdenken. Ich kann mal direkt dann anschließen zu der Frage, wie können wir die Menschen über die Hintergründe des Krieges und der Ukraine zum Beispiel, was man dann erfahren hat, ne, diese tiefere Information, die wir dann bekommen, anstatt diese kontextlosen Nachrichten, dass Leute überflutet werden, das ist halt letztendlich... Ein Stück wie eben gerade den Grundrechten. Mhm. Wie kommt man an die Leute dran? Welche Mittel? Ja, also es gibt ja Publikationen dazu. Wir haben sie verfasst, ja. Interessanterweise auch im gleichen Verlag dann veröffentlicht Westend, weil da kommt noch ein ganz anderer wichtiger Punkt rein, der vielen, glaube ich, noch nicht klar ist. Auch, dass die Verlagslandschaft schließt sich immer mehr. Zum einen, weil sich Autoren, die im Verlag publizieren, darüber beschweren, dass jemand publiziert, der ihre Forschung in Frage stellt, oder das heißt im Klartext ihr Weltbild in Frage stellt. Also, weil das ja sehr weltbildgeleitet ist. Oder sie widerlegt und die Verlage deshalb vorsichtig sind. Oder eben auch bei dem, was sehr machtpolitisch durchsetzt ist. Und es gibt kein machtpolitisch durchsetzteres Gebiet wahrscheinlich als Geopolitik, wo das klassischerweise der Fall ist, wo man einfach vorsichtig ist, hier nicht irgendwie als umstrittener, komischer Verlag gesehen zu werden, wenn man etwas publiziert, was einfach abweicht. Also das ist natürlich schon mal ein Problem. Auch für viele, die Frage wurde mir auch schon oft gestellt, wieso äußern sich die Osteuropa-Historiker eigentlich alle so
Putin will nur sein Zarenreich wiederherstellen und gucken gar nicht auf die geopolitische Ebene. Und ich denke, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute dazu nicht in der Lage wären. Ja, die sind als Historiker ausgebildet, die könnten das natürlich sehr wohl und auch andere, die in dem Bereich forschen. Aber wenn man sich anschaut, wo die Gelder herkommen, die sie für die Forschung brauchen, dann kommen die natürlich aus Töpfen, die wieder sehr stark geopolitisch dominiert sind. Sie werden also kaum mehr irgendwas forschen können, sie werden kaum was publiziert bekommen und sie werden auch nicht mehr zu Tagungen eingeladen. Das heißt, sie machen sich in ihrem eigenen Fach irrelevant, wenn sie abweichen. Und das war jetzt, ich habe selber auch, ich glaube, das ist nachher auch zum Verkauf, kurzer Werbeblock, ein Buch mit einem Politikwissenschaftler Stefan Luft herausgegeben, Ukraine-Krieg, warum Europa eine neue Entspannungspolitik braucht. Und ich glaube, wir haben auch oft darüber gesprochen, wir hatten mehr Freiraum, das zu machen oder haben auch mehr den Eindruck gehabt, wir haben Freiraum, das zu machen, weil unser eigentlicher Schwerpunkt die Migrationsforschung ist. Das heißt, wir sind jetzt erstmal materiell nicht betroffen, weil wir uns um diese Fördertöpfe sowieso nicht bewerben. Aber das sind ganz viele Hintergrundmechanismen, die zusammenwirken und dazu führen, dass eine dominante Position sehr viel Raum bekommt und das Abweichende dann wirklich mit der Lupe gesucht werden muss oft. Wenn ich an der Stelle da vielleicht nur sagen kann, aber mit dem Wer schweigt, stimmt zu Buch hätte man mich ja sozusagen noch durchlaufen lassen. Ja, die Uni hat sich distanziert von mir 7 Tage nach dem Endspielbuch. Ja, also die Dimension war einfach eine andere in dieser geostrategischen. Sag was gegen der Westen, wir sind die Guten, dann war Ende. Ja, und das wollte ich nur zur Unterfütterung dessen sagen, was du gesagt hast. Frau Giro, aber wie ist es dann im normalen Leben, also wenn es dann wirklich eine Information haben über Ukraine-Krieg oder sei es anderen Themen, wie bringen sie dann irgendwie bei den Menschen dann an? Das ist nämlich bei uns allen, glaube ich, diese Frage, sobald wir uns dann trauen, das zu sagen, ist dann gleich ganze Republik gegen einem und man versucht natürlich eine Information einfach mal als sachlich rüberzubringen. Was würden Sie so als Pragmatiker empfehlen? Wieso man dann geht? Soll ich jetzt Tipps geben, wie sie gedisst werden, oder was? Also ich würde mal sagen, reden Sie wie ich, dann sind die Chancen groß, dass Ihnen das passiert, was mir passiert ist. Ja, also Sandra hatte eben dankenswerterweise ein interessantes Alleinstellungsmerkmal gegeben und das war natürlich Reichweite. Ja, also in der Tat ist unterm Radar fliegen und überm Radar fliegen ein Unterschied. Man könnte vielleicht auch noch einen Unterschied machen zwischen Dissidententum und Heretikertum. Ja? Dissidenten waren viele, Heretiker ist noch was anderes. Dadurch, dass ich lange Zeit noch geglaubt habe, man könnte die Amerikaner überzeugen. Ich habe ja sehr viel in diesen Instituten gearbeitet, beim German Marshall Fund, beim European Council, habe wie eine Kesselflickerin eigentlich 15 Jahre lang mit Bob Kagan und diesen ganzen Leuten diskutiert. Das ist ja eigentlich das Problem der Zeit. Es gab ja Zeiten, in denen wir das, was wir jetzt sozusagen Leitmedien versus alternative Medien diskutieren, in einem System diskutiert haben. Es gab ja Zeiten, in denen die Kritik im, sagen wir mal, System funktioniert hat. Ja, also der Bruch ist für mich tatsächlich irgendwo so zwischen Bankenkrise und Maidan. Mhm. Müsste man noch mal genauer drüber reden, ja, wann das eingesetzt hat. Aber zu sagen, dass man sozusagen nicht genau die Debatten, du hast ja George Kennan angesprochen, ja, Fiona Hill, diese ganzen Leute, 2004, 5, 6, Brookings-Institut, es ist ja nicht so, als würde das wenn das in Washington nicht strittig diskutiert worden wäre. Ich selber war, glaube ich, im März 2014 mit Brzezinski, da hat er noch gelebt, in Washington, wir haben über den Maidan geredet, wir haben uns gestritten bis aufs Messer. Ja, aber solange das noch möglich war, sprich kritische Stimmen wie ich waren noch mit Brzezinski auf dem Panel, war es ja sozusagen eine Debatte, wo der Debattenraum eben offen war und die kritischen Stimmen konnten vernommen werden. Jetzt sind halt die kritischen Stimmen sozusagen weggeschaltet worden. Ja? Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Wir sollten da dringend wieder raus. Die erste konkrete Empfehlung wäre, Russia Today muss in Europa gesendet werden dürfen. Punkt. Ja. Ja. Ein anderes Thema an Herrn Dr. Hering. Ich soll mal etwas zum Geld sagen, Geldtheorie, aber ein paar Sätze zur modernen Geldtheorie. Ein ganz kurzer Einsatz vielleicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, damit würde ich mich unbeliebt machen und lasse es lieber und würde lieber die Zeit dann nutzen, was zum Thema eben zu sagen. Da schwingt ja auch in der Frage, ne, wie kommt man die Leute ran, gewisse Frustration mit. Die sind alle mit einer gewissen Propaganda gefüllt und viele glauben das. Und dann muss man einfach so bescheiden sein und das akzeptieren,
mit solchen Leuten entsprechend vorsichtig reden. Und wenn sie es nicht hören wollen, wollen sie es nicht hören. Und man muss halt sagen, was man zu sagen hat, denen, die zuhören wollen. Da hat jeder andere Möglichkeiten. Und einfach nicht erwarten, dass man jetzt die Macht hätte, das zu ändern. Dass jeder ist nur so ein Sandkorn und gemeinsam kann man halt die Düne aufrichten, aber nicht allein als Sandkorn. Danke. So, nächste Frage. Ja, Applaus. Ja, Herr Gebauer, sollten wir mit Artikel 146 mehr direkte Demokratie einführen, indem man über das Grundgesetz als Verfassung abstimmt und dort Volksabstimmungen verankert? Es ist ein, wir haben gerade in der letzten Pause auch darüber geredet, dass das eine irrsinnige, rein tatsächliche organisatorische Schwierigkeit ist, ein Volk von 80, 90 Millionen Deutschen gemeinsam auf der Gemeindewiese zu versammeln und zu sagen, wir stimmen jetzt Artikel für Artikel hier mal ab und wer die Hand hebt, ist dafür, dass Artikel 25 Absatz 4 noch ein Und eingefügt bekommt oder so. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber es sollte uns nach meinem Dafürhalten nicht davon abhalten, die Debatte zu führen. Selbst wenn das nicht zu einem Ergebnis führt, dass das Volk in freier Selbstbestimmung, wie das in diesem Artikel 146 heißt, zusammenkommt und so ein Verfassungsreferendum durchführt und dann da irgendein Ergebnis bei rauskommt. Selbst wenn das nicht passiert, wird man alleine dadurch, dass man die Diskussion führt, schon Impulse setzen, die die Welt verändern. Das ist immer so. Und wenn Schwierigkeiten entstehen, ich mache das jetzt so wie Norbert Hering, der gerade gesagt hat, schöne Frage, aber ich gebe mal eine andere Antwort, das hat mir gut gefallen. mir ist gerade noch so Folgendes durch den Kopf gegangen, aus dem, was wir hier gehört haben. Wenn einen die Leute nicht mehr mögen oder wenn man da gedisst wird, ja, das muss einem doch herzlich egal sein, ob da irgendein Artikel steht, wo drin steht, du bist doof. Dann gibt's diesen Artikel, da steht drin, ich bin doof, dann stehe ich auf, gehe in den Spiegel, sehe mich und finde mich toll. Und dann geht der Tag weiter. Und vor allem passiert was absolut faszinierend, was wir wahrscheinlich in der Corona-Fiasko-Zeit alle ganz massiv erlebt haben, aber was man an verschiedenen Ebenen immer wieder erlebt hat. Wenn so eine Struktur zerschlagen wird, dadurch, dass irgendetwas schief läuft oder böse gemacht wird, am nächsten Tag entstehen völlig neue Möglichkeiten. Weil das Geldsystem so massiv angegriffen wird, weil der große Hegemon hier wankt mit seinem Dollar, aus diesem Grund haben Norbert Hering und ich uns kennengelernt. Und ich habe das in den letzten 8 Jahren sehr, sehr positiv und bereichernd empfunden, diesen Draht zu haben. Und aus dem gleichen Grunde, weil man mit Ulrike Gero nicht besonders freundlich umgegangen ist, haben wir beide jetzt miteinander Kontakt. Und ich empfinde das auch als eine Bereicherung meines Lebens. Das ist auch toll. Das hätte ich sonst nicht gehabt. Immer wenn etwas kaputt geht, entsteht etwas Neues. Und gerade hier, als wir uns hingesetzt haben, haben wir beide festgestellt, wir haben uns noch nie gesehen, aber wir haben beide diesen Appell für freie Debattenräume unterschrieben. Auch das wird über den heutigen Tag hinaus folgen. Ja. Okay. Gut, Frau Nero, die wollen auch sicherlich antworten, diese Liebeserklärung. Ich wollte nur tatsächlich die Liebeserklärung zurückgeben. Ich bin auch sehr froh, dass Carlos in mein Leben gekommen ist. Zumal er mir wichtigen juristischen Beistand in einer Situation gibt, die Sie alle kennen. Aber was ich sagen wollte, da ist mir ein bisschen ernster. Es ging hier um die Frage 146, ja? Und wichtige Frage, ja, nein, vielleicht haben wir das verpasst, 89. Ich wollte nur auch sozusagen dazugeben, mein Wunsch wäre wirklich, dass wenn wir über eine Verfassung reden, dann ist die nächste Verfassung die europäische Verfassung, über die wir reden sollten. Und ich wollte aus Erfahrung dazugeben, dass es im Februar 2012 ernsthaft Gespräche gegeben hat, in der Mitte der Bankenkrise, als wir mitten in dieser Souveränitätskrise waren, ja, Eurobonds, ja, nein, und als Soros ins System reingefunkt hat, andere Geschichte, ja, gab es 3 Wochen lang intensive Gespräche im Deutschen Bundestag über die Frage, ob 146 aus der europäischen Not, in die wir geschlittert waren in dieser Bankenkrise, sozusagen europäisch geöffnet werden könnte. Das wurde verworfen.
Ja, ich habe diese Gespräche begleitet. Ich habe sogar in irgendwelchen Schubladen wahrscheinlich noch Papiere darüber. Ich fand das sehr schade, weil es war nochmal so eine Öffnung, dass man aus der Bankenkrise eine andere Antwort gibt als die, die wir gegeben haben, nämlich Chauvinismus und jeder gegen jeden. Ja, das ist mir deswegen wichtig, weil ich das gerne auch nochmal verknüpfen würde, was Sandra und ich, unsere beiden Vorträge. Sandra hat in jedem Wort recht, ja, aber sie ist ja eigentlich die Steilvorlage dafür, um zu sagen, wenn wir das alles so nicht wollen, also nicht wollen, dass wir in eine Kriegssituation mit Russland und dann vielleicht noch mit China kommen, dann ist wirklich die Frage, was machen wir auf diesem Kontinent? Ich habe jetzt nur, was Carlos gesagt hat, 246 als Anlass genommen, aber diese ganze BRICS-Dynamik scheint mir wirklich der Moment zu sein, wo Europa sich entscheiden muss oder zumindest mal diskutieren müsste, ob es sich irgendwo entscheiden will. Nämlich tatsächlich am Rockfipfel der USA noch der kleinere Teil des Westens zu werden oder zu sein, der nichts zu sagen hat, oder aber in eine Emanzipation zu gehen, einen eurasischen Kontinent zu machen, also Eurasien, das heißt, wir sprechen mit Indien, mit China, mit dem Iran und so weiter. Eurasien ist ganz, die Pipeline wird wieder aufgebaut und wir sind ein multipolares Element, ein emanzipiertes europäisches Element in einer multipolaren Welt. Für mich ist das die einzige Zukunft, die wir haben in den nächsten 10, 20 Jahren, die wir gestalten sollten. Darüber wäre 146 und ist er europäisch öffnenbar, wie heißt das, öffnenbar, das ist für mich eine wichtige Frage und das wollte ich hier nur noch mal gerade verknüpfen, dass wir da irgendwie eigentlich die gleichen Themen haben. Also die, die über eine Demokratie nachdenken und über 146 und über was auch immer basisdemokratische Elemente, die, die nachdenken über diese Kriegs- und Entspannungspolitik und die, die nachdenken, ob Europa ein politischer Faktor darin sein kann, und zwar nicht im Sinne einer globalistischen Agenda, sondern im Sinne einer antiglobalistischen Agenda. Das ist ja für mich der Punkt. Also all die hier sitzen, haben ja mit Corona irgendwie was zu tun. Das war ja so unser treibendes Ding, warum wir uns irgendwie gefunden haben. Ja, aber wenn man das nicht will, diesen Transhumanismus, wenn man diese Gaffer-Geschichte nicht will, dann müsste man sich mal angucken, dass die Inder, die Südafrikaner, ein paar afrikanische Staaten, auch der Iran, bei Corona eine andere Politik gehabt haben. Das heißt, auch da ist ja unser Resonanzboden in diesem BRICS-Raum und nicht mit den Amerikanern. Das heißt, wenn wir sagen, wir als Europäer wollen eine politische Einheit haben, die im Grunde in letzter Konsequenz antidigital ist und antitranshumanistisch, weil wir eigentlich der Kontinent des Humanismus sind, dann müssten wir an diesem geostrategischen Moment, in dem wir stehen, sagen, BRICS machen wir die Tür auf und die Amerikaner mögen wir immer noch, aber sie sollen halt bei sich bleiben und nicht mehr bei uns sein. Dankeschön. Da passt ja diese Frage an Frau Kostner, ist die Nivellungstreue zu den USA vielleicht durch das Bewusstsein der eigenen Schwäche und des mangelnden Einflusses gerechtfertigt? Okay, ja, das ist ein deutscher Bild. Es kommt, glaube ich, im Einwirkungstest nicht vor. Ohne sogar, wenn ich mich recht entsinne. So, bitte. Das ist nicht gerechtfertigt. Ich glaube, das ist eine gewisse Bequemlichkeit, die sich auch eingeschlichen hat, im Windschatten der USA zu agieren. Es bedarf natürlich auch einiges an Rückgrat, den USA gegenüber eine andere Position zu vertreten. Sie haben nach wie vor viel Macht und sie hatten noch mehr Macht auch, also da eine abweichende Position einzunehmen. Ich denke jetzt nochmal an Gerhard Schröder zurück, der Nein zum Irakkrieg gesagt hat. Er ist Ja zum Jugoslawienkrieg, aber Nein zum Irakkrieg. Ich weiß nicht, ob er diese Position hätte durchhalten können, wenn Chirac nicht auch Nein gesagt hätte. Ja, es brauchte diese zwei starken europäischen Machtfaktoren, weil England natürlich, das ist Nibelungentreue zu den USA, wobei England eigentlich noch ein bisschen den Geschmack eines alten Imperiums weiterleben kann im Windschatten der USA. Also da gibt's natürlich auch eigene Interessen an dieser Stelle. Das heißt also eine gewisse Bequemlichkeit und eine enorme Macht, die die USA ausüben können. Und sie können diese Macht seit 1991, 92 noch verstärkt ausüben, weil es für die Europäer keine Gegenmacht mehr gibt. Also vorher haben die Europäer schon die Möglichkeit gehabt, bis zum gewissen Grad zumindest auch die Amerikaner gegen die Sowjets auszuspielen. Also da war ja immer die Gefahr für die Amerikaner, dass die europäischen Staaten sich Richtung Sowjetunion orientieren könnten, in diesen Machtblock hinein. Und das hat denen aber auch wieder Handlungsspielraum gegenüber den USA eröffnet. Durch den unipolaren Moment war das weg. Und da hätte es sehr viel Rückgrat gebraucht und Eigenständigkeit zu sagen, hier nehmen wir unsere Position. Und wir Deutschen sind vor allem in einer Sache extrem schlecht inzwischen.
eigene Interessen zu definieren. Klaus und Donani hat ein wunderbares Buch geschrieben. Nationale Interessen kann ich wirklich allen nur ins Herz legen. Er ist auch mit einem ganz tollen Interview in unserem Buch vertreten. Nochmal eine kleine Werbung an dieser Stelle. Aber nein, wirklich Interessen zu definieren, und wir verstecken uns hinter moralischen Ansprüchen. Ja. Ja. Da können Sie gleich mal direkt ein bisschen Ihre Meinung dazu sagen. Wie bewerten Sie die Rolle der Ukraine selbst in die Schwäche von Deutschland? Ich weiß nicht, ob das an Ukraine sich auch gerade stark fühlt, insbesondere dem vom Präsident Zelensky, wie seine Rolle ist. Wie schätzen Sie das ein? Die Ukraine hat über einen längeren Zeitraum keine sehr kluge Politik gemacht. Wenn man sich anschaut, die Ukraine ist, das heißt ja übersetzt allein Grenzland, ja, also es ist diese Scharnierfunktion zwischen Ost und West historisch, aber es ist eben auch ein ethnisch-kulturell religiös gespaltenes Land. Und diese Länder muss man immer mit besonderer Vorsicht regieren, dass man einzelne Gruppen nicht unterdrückt, wenn man die dann gegen sich in Stellung bringt. Und für die Ukraine wäre so ein belgisches Modell oder auch ein Schweizer Modell zielführend gewesen. Aber je nachdem, welche Seite an der Macht war, ob es eher die russisch orientierte oder die ukrainisch orientierte war, alle versuchten immer die Zentralmacht zu haben und die eigenen Interessen durchzusetzen. Und das war natürlich auch ein Andockungspunkt für westliche Interessen. Hätte die Ukraine hier eine Stabilität gehabt und einen Ausgleich zwischen den Gruppen gesucht, dann hätte der Westen in der Form nie einen Ansatzpunkt gehabt. Dadurch hat sie sich selber vulnerabel gemacht. Sie hat sich auch zu stark, glaube ich, auf US-Versprechen verlassen und sich zu stark auch der US-Position angeschlossen, in der Hoffnung, dass das der richtige Weg für sie sein wird, dass sie dann in den Westen reinkommen und dann natürlich auch ökonomisch davon profitieren, und haben zu sehr außer Acht gelassen, dass da natürlich nach wie vor Russland ist, und zwar nicht irgendwo tausende von Kilometern weg, sondern direkt an der Grenze, dass ein Teil der Minderheitenbevölkerung der Russen schon mal sich als Schutzmacht dieser Gruppe sah. Also das war schon das erste Problem, was dann Eingreifen irgendwann hätte hervorbringen können, hätte es aber alleine nicht gemacht, sondern eben auch, dass es massiv russische Sicherheitsinteressen verletzt hat. Und da hat die Ukraine selbst nicht klug agiert. Zelensky, und das finde ich sehr spannend, er ist ja damals angetreten mit dem Versprechen, Minsk II umzusetzen. Und dafür wurde er gewählt von den Ukrainern. Das heißt also, mehrheitlich wollten die Ukrainer eine friedliche Lösung. Und er hat innerhalb relativ kurzer Zeit auch gemerkt, wahnsinnige Widerstände kann er nicht durchsetzen. Und ich glaube, er selber ist jetzt in einer fast unmöglichen Position. Ja, also er hat unglaublich viel schon aufs Spiel gesetzt, sehr viele Tote in seinem Land. Wie soll er da jetzt eigentlich gesichtswahrend irgendwie auch rauskommen vor der eigenen Bevölkerung? Dann hat er diesen rechten Sektor, auch diese Ultranationalisten in der Ukraine, die darauf bestehen, dass weiter gekämpft wird und Russland geschlagen wird mit einer großen Verblendung. Das heißt, wenn er da jetzt in Verhandlungen geht, wenn er nicht eine extrem starke Rückendeckung von den USA oder dem Westen bekommt, dann ist der vielleicht wirklich nicht nur sprichwörtlich, sondern real ein toter Mann. Und in Polen redet man inzwischen schon halbwegs offen darüber, dass die Westukraine auch wieder zu Polen gehören könnte, was ja im 17. Jahrhundert auch schon mal so war. Ja, also ist es auch tatsächlich, dass die Ukrainer sozusagen so selbstschädigend da waren, also dass die so viel verlieren können, also die ganze Agrikultur, Landwirtschaftspolitik, ja, das ist alles schon in polnischer Hand. Ich meine das gar nicht scherzhaft, ja, es gibt Diskussionen in Polen über, ob das, was wir mal als Galizien bezeichnet haben, jetzt wieder zu Polen kommen kann, ja, also dass ich halte das für immer noch den größten, und es ist noch nicht aus, oder Sandra, sind wir uns einig, ja, jetzt redet man über kleine News. Polen hat schon, zumindest ein Teil der polnischen Regierung und der polnischen Politik hat schon im Auge, dass aus der Konkursmasse der Ukraine etwas vor Polen rausspringen könnte. Und das Schlimme ist einfach, dass jetzt die Fronten so festgefahren sind und schon so viel investiert wurde und schon, also von amerikanischer Seite, von ukrainischer Seite und so weiter, dass keiner mehr gesichtswahrend raus kann. Und dann muss man sich ja immer nur fragen, was Leute machen, die gesichtswahrend nirgend mehr rauskommen. Ja, also wenn die halt durchdrehen, dann
kann da ja noch was passieren. Also ich halte das wirklich noch nicht vom Tisch, diesen Konflikt. Und wir sollten uns als Europäer, die wir jetzt in 10 Monaten wählen gehen, sollten wir uns, wenigstens haben wir eine Europawahl. Es muss das Ziel dieser Europawahl sein, dass wir, egal welche Partei, sagen, dieser Krieg muss weg von diesem europäischen Kontinent und die nächste Europäische Kommission, die irgendwie gewählt wird und irgendeinen Anspruch an Europa haben muss oder will, muss dafür sorgen, dass dieser Krieg sofort beendet wird. Ja. Da gebe ich dir recht, das Problem ist nur, du stehst in der Wahlkabine und zumindest unter den größeren Parteien findest du eigentlich keine, die du wählbar findest, die diese Position vertritt. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt aber, wir müssten als Zivilgesellschaft erstmal eine riesengroße Friedensbewegung an den Start bekommen. Ja, es fängt ja jetzt am 3. Oktober Gott sei Dank ein bisschen an. Ich finde, ganz egal, in welcher Partei man sich zugehörig fühlt, das muss möglich sein, dass man der CDU, der FDP, der SPD sowieso, Willy Brandt und so weiter, sagt, dass das nicht geht, ja, und dass das Auswirkungen für ihre eigene Partei bei den Wahlen hat. Also ich meine, wenn wir schon sagen, dass wir als Wähler einen Hebel haben, dann doch bitte den der Europawahl. Und ich finde, es sollte uns wirklich auch über soziale Medien geeignete Möglichkeiten einfallen, dass wir das europaweit skalieren. Und ich sage das deswegen, weil zum Beispiel in den Niederlanden passiert das gerade. Ja? In den Niederlanden ist jetzt gerade ein Typ, den gestern noch keiner kannte, der hat jetzt eine Partei gegründet, so von oben fällt der runter, die Partei Le Contrat Social. Das geht gerade in den Niederlanden durch wie Butter. In Spanien tut sich was. Also ich halte das auch nicht für verloren. Das heißt, wenn wir da, genau dafür sitzen wir hier, um solche Debatten zu führen. Ich glaube, das ist das Thema, was wir skalieren sollten. Wir haben diese Wahl und wenn wir das irgendwie schaffen, es sind ja dann 3 oder 4 Monate später amerikanische Wahlen, dann geben wir ja auch den Amerikanern ein Signal, dass auch die Amerikaner werden ihre, glaube ich, mit Blick, je näher das an die Wahl kommt, werden die das Ende, das kriegen die auch nicht mehr lange durch, ja, so viel Geld für den Krieg auszugeben, das tut sich ja auch schon. Das heißt, es geht jetzt noch um wenige Monate, aber wenn wir hier in Europa eine Chance haben wollen, auf all das, was wir diskutieren, auf die bessere Gesellschaft, die bessere Demokratie, das bessere Grundgesetz, raus aus diesem Corona und so weiter, dann muss Europa funktionieren, weil der Krieg muss weg. Es kostet einfach zu viel, es kostet zu viel sozialen Schaden, zu viel ökonomischen Schaden. Und weil das die Gesellschaft so unruhig macht, passieren diese ganzen anderen Brandherde, weil es entlädt sich dann an den Flüchtlingen. Ja? Und deswegen, glaube ich, muss dieser Krieg tatsächlich, das ist das Wichtigste, dass wir hier wieder Frieden haben und dann können wir wieder anders miteinander reden. So, also ich, sehr schön. Letzte Frage haben Sie so intuitiv geantwortet, weil da hieß es dann, machen neue Parteien, Wagenknecht, Maaßen und so weiter, unsere Demokratie besser. Besser hätten Sie dann nicht jetzt ausführen können. Und damit schließe ich die Runde und bedanke mich an allen Gästen. Darf ich ganz kurz? Danke, dass Sie gekommen. Ich würde ganz kurz noch gern was sagen. Ja, ein. Ja. Ja. Ein noch letzter Satz von Frau Kostner. Ich würde gerne noch was sagen, was mir gerade im Herzen liegt. Es hat jetzt nur bedingt mit den Fragen und dem, was sonst besprochen wurde, zu tun, aber ich glaube, es könnte Ihnen auch allen am Herzen liegen, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Eine Journalistin, Pat Christ, hat diese Woche in der Evangelischen Zeitung einen Artikel zu Impfstoffen und Turbokrebs veröffentlicht und der war durchaus multiperspektivisch, weil sie sowohl Ärzte zu Wort kommen ließ, die eben diese Krebsformen jetzt vermehrt sehen nach Impfungen, aber eben auch das Paul-Ehrlich-Institut das abwiegelt. Und dieser Artikel war der meistgelesene Evangelischen Zeitung und wurde jetzt eben gecancelt. Und sie finden einen Hinweis auf dieser Seite, alleine der ist sehr lesenswert, ja, dass man also hier einen Begriff Turbokrebs, der nur in Querdenker-Szenarien und letztendlich großer redaktioneller Fehler und der Text ist auf jeden Fall weg. Deshalb ganz kurz, weil wir jetzt in dieser Runde sind, dachte ich, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben und Ihnen das auch am Herzen liegt, schreiben Sie an die Evangelische Zeitung, beschweren Sie sich darüber, weil dieses Canceln darf einfach so nicht weitergehen. Ja.